Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bessere Welt. Nein, kleiner Spaß. Mein Kanal heißt ab jetzt Pilzwunder. Und zwar möchte ich mich nochmal bei Helena bedanken, die mir den Vorschlag gemacht hat oder mehrere Vorschläge. Und für Pilzwunder habe ich mich am Ende entschieden. Ich hoffe, euch gefällt der Name genauso wie mir. Ja, warum habe ich das gemacht? Zum einen liegt der Schwerpunkt ja auf meinem Kanal auf Pilzzucht und das, ja, war so ein bisschen eine Irrleitung für die Leute, die dann dazugestoßen sind und bessere Welt hat halt nicht ganz so gepasst, wie jetzt zum Beispiel Pilzwunder. Da kann man gleich wissen, worum es geht. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar Änderungen. Ich empfange oder ihr könnt mir jetzt Fanpost schicken, wenn ihr möchtet natürlich. Ich würde mich riesig darüber freuen. Ich habe heute auch mein erstes Paket bekommen an Fanpost und die möchte ich mit euch öffnen heute und dann schauen wir mal, was drin ist. Ja. Ansonsten wird es jetzt wieder losgehen mit mehr Pilzzucht-Videos und allgemein Videos auch. Ich hänge mich wieder voll rein. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Schreibt mir ansonsten mal unter die Kommentare, wie euch der Name gefällt und was ihr ja von mir erwartet. Vielleicht habt ihr Anregungen. Wie gesagt, ihr könnt mir alles Mögliche zuschicken. Muss jetzt nicht unbedingt mit Pilzzucht zu tun haben. Ich werde das hier im Video dann vorstellen. Und ja, falls Pilzzuchtmaterial drin ist, sage ich mal, werde ich damit natürlich auch weitere Experimente starten. Und das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie ihr mich dabei unterstützen könnt. Ja, so viel dazu. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Ich habe schon mal das Paket geöffnet, damit man die Adresse vom Absender nicht sieht. Und ja, hier sehe ich schon mal einen Brief. Den lese ich jetzt einmal vor. Moin Pilzwunder, bessere Welt. Ja. Wie bereits angeboten, schicke ich dir die Kräutlings-Seitlingsbrut, in der Hoffnung, dass es diesmal auch bei dir klappt. Ich bin damals über deinen Kanal zufällig auf das Thema Pilzzucht gestoßen. Seitdem gibt es bei uns jede Woche leckere Pilze. Im Vergleich zum Austernseitling ist der Kräuterseitling wesentlich anfälliger. Daher empfehle ich dir Folgendes auszuprobieren: Holzspäne mit ca. 10% Stroh und 1-2% Gips aufwerten. Davon ca. 2 Liter in einen 6 Liter Gefrierbeutel geben, mit kochendem Wasser übergießen, Luft herausdrücken und die Tüte verschließen. Circa 1-2 Stunden im vorgeheizten Backofen bei 95 bis 100 Grad pasteurisieren, abkühlen lassen und gut vermengen. Brut hinzugeben, durchschütteln, verschließen, Loch hineinschneiden und mit Mikropor überkleben. Auf diese Weise hatte ich bisher keine Kontis. Gerade mit viel Stroh und Löchern in der Tüte gab es vorher sehr viele Ausfälle. Ich benutze Vitakraft Einstreu und Strohpellets vom Futterhaus. Mit Kulturen aus reinen Strohpellets hatte ich bisher nur beim Austernseitling Erfolg, da diese viel anfälliger für Kontis sind. Grüße an dich und alle Zuschauer. PS: Auf der Brut sind einige flüssige gelbliche Stellen. Das ist beim Kräuterseitling normal, da dieser wesentlich mehr pinkelt als Austernseitlinge. Dann bilden sich gelbe bis braune Tropfen, wo das Mizel seine Abfallstoffe ausstößt. Ja, richtig cool. Vielen Dank an Basti an dieser Stelle. Daumen hoch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist vielleicht für manch einen keine große Sache, aber ja, wir gehen auf die 1000 Abonnenten zu und das ist für mich ein Riesenerfolg auf jeden Fall. Schaut euch meine ersten Videos an und dann meine letzten und ja, ich habe mich auf jeden Fall gesteigert. Auf jeden Fall auch dank eurer Kommentare, da ich dank eurer Unterstützung werde ich immer besser im Pilzzuchtbereich und ja, und das ist freut mich sehr. Vielen Dank, Basti. Dann schauen wir mal, was drin ist. Ja, wie versprochen, ganz viel Brut und zwar vom Kräuterseitling. Ich hole das mal vorsichtig raus. Schaut euch das an. Ein Traum, oder? Das sind die gelblichen Stellen, die er meinte, aber das weiß ich auch, das ist ganz normal. Solange keine grünen Monster uns angucken, ist alles gut und das sieht auch sehr gut aus. Der Geruch einzigartig. Ja, wie ihr wisst, hatte ich ja mit dem Kräuterseitling ein bisschen Pech. Ich habe es, glaube ich, dreimal versucht. Und ja, einmal war es ja mit den Dübeln, da gab es irgendwie ja Probleme. Pilzwald hat mir dann nochmal welche zugeschickt. Mit denen hat das dann geklappt, zumindest das Wachstum an Mizel. Aber das Ganze ist dann auch durch Kontis wieder gescheitert. Und dann kam es ja zum Umzug und so weiter. Und dann habe ich die Pilzzucht erstmal sein lassen. Und ja, das waren meine Versuche mit dem Kräuterseitling. Und ich hoffe, dass es jetzt mit der Brut von Basti klappen wird. Ich werde auf jeden Fall
mir sicherheitshalber nochmal Brut davon nehmen und versuchen zu vermehren, bevor ich alles unter Substrat mische. Und außerdem hat er mir hier noch Mikrokleber, heißt das, glaube ich. Mikroporkleber wahrscheinlich. Das ist dann halt ganz normaler Kleber, der aber luftdurchlässig ist, so dass das Myzel in der Tüte atmen kann, so wie er es hier auch gemacht hat. Wunderbar. Dann habe ich auch schon mal ein Beispiel, wie ich das dann später mit meinem Substratblock mache. Ich muss mal schauen, ob ich genau nach deinen Anweisungen gehen werde, aber das klingt auf jeden Fall alles sehr logisch. Und wenn du sagst, du hattest damit Erfolg mit dieser Methode, dann denke ich mal, werde ich das auch so ziemlich gleich machen. Ja, nochmal vielen Dank an Basti. Ich kann wieder mit der Pilzzucht starten oder mit meinen Experimenten. Und ja, auch schöne Grüße an alle Zuschauer, damit seid ihr gemeint. Ansonsten, was gibt's sonst Neues? Ja, wie gesagt, wir gehen auf die 1000 Abonnenten zu. Da wird auf jeden Fall auch nochmal ein Special zu kommen. Sonst, ja, ach ja, noch diese Sache. Auf meiner Facebook-Gruppe habe ich zurzeit eine Umfrage am Laufen. Und zwar haben ja viele von euch geschrieben unter den Videos, dass die Musik stört und man mich nicht verstehen kann und so weiter. Vor allem bei meinem zweiten Video, was eigentlich am erfolgreichsten war, von der Aufrufzahl her, Austern, Pilze, züchten und vermehren hieß das. Genau, da hatte ich das noch nicht so richtig drauf mit der Einstellung, wie laut ist jetzt das, was ich sage und die Musik im Hintergrund. Da war die Musik zu laut, meine Stimme zu leise. Ich hatte, meine ich, das inzwischen im Griff, aber trotzdem fühlen sich noch einige dadurch gestört. Und ja, ich habe dann beschlossen, auf unserer Gruppe abstimmen zu lassen oder eine Umfrage zu stellen, wer dafür ist, dass es in Zukunft mit und ohne oder ohne Musik ablaufen soll. Und ja, falls ihr noch nicht in der Gruppe seid, könnt ihr gerne beitreten, ist unterm Video verlinkt. Und dann könnt ihr mit abstimmen, wenn ihr dafür seid, dass es mit Musik sein soll oder ohne. Würde mich freuen, wenn viele daran teilnehmen, dann habe ich auf jeden Fall eine bessere Referenz, was ich dann mache. Zurzeit steht es, glaube ich, noch 5 zu 4. Also 5 Leute sagen mit Musik und 4 Leute sagen in Zukunft meine Videos ohne Musik. Okay, im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Ich, wie gesagt, die Adresse für die Fanpost ist eine Packstation, ist auch immer jetzt unter meinen Videos verlinkt. Schickt mir zu, was ihr nicht mehr braucht oder zu viel habt oder keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall über alles, egal was drin ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Und ja, jetzt muss ich mich erstmal an das Outro gewöhnen oder an das Ciao sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Pilzwunder. Ciao, bis dann.